Da Pistenkids auch in Kitas eingesetzt werden sollen, können auch Kinder aus der Stadt frühzeitig Bewegung erfahren. Das Konzept schafft eine breite, fundierte Bewegungsförderung für alle Kinder. Ja, ich denke, was man als Leistungssportler, auch wenn man ganz oben war, trotzdem immer wieder erfährt, ist, mit Niederlagen umzugehen, weiter zu kämpfen, wenn man hinfällt, wieder aufstehen. Man hat einfach, man steht vielleicht ein bisschen robuster im Leben als jemand anders, der noch mit keinen schwierigen Dingen konfrontiert wurde. Und deswegen hat mir der Sport sehr, sehr viel gegeben und bin ich auch dankbar dafür. Wie gesagt, wir waren selber im Training schon einige Male in Skihallen, weil wir einfach da immer die gleichen Verhältnisse vorfinden. Und für, ja, eben für Leute, die nicht so nah in den Alpen wohnen, ist es eine tolle Möglichkeit, um eine gewisse Grundlage zu schaffen und sehr, sehr sinnvoll. Und sind wir froh, dass wir in Deutschland auch die Skihallen haben. Aber es ist natürlich für den DSV wäre das natürlich eine tolle Sache, denn bisher ist es begrenzt auf eine gewisse Region und so könnte man natürlich durchaus über ganz Deutschland hinweg die kleinen Skirennläufer, die kleinen Talente von morgen schon sichten.